Liebe Eltern, liebe Familien, liebe Angehörige von nah und fern und vor allem liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden. Ich begrüße Sie alle zu diesem Gottesdienst und freue mich, dass Sie heute hierher gekommen sind, um gemeinsam die Konfirmation unserer 11 Jugendlichen zu feiern. Ihr, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, habt lange auf diesen Tag gewartet. Und jetzt ist es endlich soweit. Euer großer Tag der Konfirmation ist gekommen. Und das wollen wir heute hier in diesem Gottesdienst feiern. Wir sind gerade zu dem Lied Hall of Fame eingezogen. Darin heißt es, du kannst der Größte sein, du kannst der Beste sein. Du kannst zu Gott sprechen, klopf an seine Tür. Stehe in der Ehrenhalle und die Welt wird deinen Namen kennen. Das heute hier ist eure Bühne, ist euer großer Tag. Und wir wollen diesen Gottesdienst feiern, dass ihr euch zu Gott bekennt und euer Leben mit ihm gehen wollt. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott heute im Himmel tanzt. Denn für ihn seid ihr seit eurer Geburt die Größten. Für ihn seid ihr unabhängig von eurer Leistung immer die Besten. Und er freut sich über jede Einzelne und Einzelne von euch. Als Jesus einmal gefragt wurde, wie Gott zu den Menschen kommt, hat er geantwortet, Gott kommt nicht so, dass es mit den Augen anzuschauen wäre, sondern er ist mitten unter uns, wenn wir in seinem Namen beisammen sind. Dass auch wir etwas von der Gegenwart Gottes spüren, das wünsche ich uns für diesen Gottesdienst, den wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es kommt ein erstes Lied und der Gemeindegesang ist in geschlossenen Räumen mit Mund-Nasen-Schutz wieder möglich.
Wir wollen zusammen den Psalm 118 im Wechsel sprechen. Sie finden ihn abgedruckt auf Ihrem Liedblatt. Ich beginne und möchte Sie bitten, die eingerückten Verse zu übernehmen. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. In großer Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir, ja, der Herr verschaffte mir weiten Raum. Ich werde nicht sterben, sondern leben und von den Taten des Herrn erzählen. Öffnet mir die Tore des Tempels, die Tore der Gerechtigkeit. Ich möchte hindurchgehen und dem Herrn danken. O Herr, hilf du doch auch weiterhin. O Herr, gib du doch Gelingen. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Irgendwann schmeiß ich mein Handy ins Meer und irgendwann renn ich nicht allem hinterher und wenn ich kann, zieh ich wieder raus aufs Land, ich red davon schon so lang. Irgendwann hör ich nur noch auf mich selbst, auch wenn das dann nicht mehr jedem gefällt. In ein paar Jahren pack ich alles anders an. Ich red davon schon so lang und sag immer nur irgendwann, ich will nicht länger warten, dass was passiert. Hab 120 Fragen mit Scheiß verwirrt, doch ich fang endlich an zu glauben, dass alles, was ich brauche, schon immer in mir steckt. Irgendwann ist jetzt, irgendwann ist jetzt. Irgendwann ist jetzt. Irgendwann will ich eine Zeit für mich nehmen und irgendwann auch meine Eltern öfter sehen. Doch jedes Mal kommt dann immer was dazwischen. Ich sag mir dann nächstes Mal, bis dahin bleibt's wie es war. Ich will nicht länger warten, bis was passiert. Ab 120 Fragen bin Scheiß verwirrt. Doch ich fang endlich an zu glauben, dass alles, was ich brauche, schon immer in mir steckt. Irgendwann ist jetzt, irgendwann ist jetzt. Irgendwann ist jetzt, irgendwann ist jetzt. Irgendwann ist jetzt. Irgendwann werde ich lernen zu vertrauen und irgendwann habe ich diese eine Frau an meiner Hand und ich lasse sie nie mehr gehen, ich kann's schon vor mir sehen. Ich will nicht länger warten, bis was passiert. Hab 120 Fragen, bin scheiß verwirrt, doch ich fang endlich an zu glauben, dass alles, was ich brauche, schon immer in mir steckt. Irgendwann ist jetzt, irgendwann ist jetzt. Irgendwann ist jetzt, irgendwann ist jetzt. Irgendwann ist jetzt, irgendwann ist jetzt.
So ist es. Irgendwann ist jetzt. Und das ist genau jetzt, in dieser Zeit, an diesem Tag, eure Konfirmation. Ihr habt gewartet und gedacht, wie wird es wohl werden? Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist der Tag, wo ihr euch hübsch gemacht habt, wo ihr euch toll angezogen habt, wo ihr lächelt. Das war die Verabredung. Lächeln ist ganz wichtig. Wo ihr eure Konfirmationsfeier habt. Jetzt gibt es Geschenke, jetzt heißt es feiern, irgendwann ist jetzt. Und im Lied singt Max Giesinger, ich sage nicht mehr nur irgendwann. Das passt ja zu dem Konfirmationstag, zu der Situation, aber das geht ja auch noch weit über das hinaus, was so in unserem Leben alles so passiert. Irgendwann werde ich dann auch mal mein Zimmer aufräumen. Ja, irgendwann, übermorgen oder noch später. Das sagen vielleicht die Jugendlichen und wir Erwachsenen sind nicht besser. Wir sagen, irgendwann rufe ich den oder die an. Irgendwann und dann vergessen wir es und dann bleibt es liegen. Und solche Tage wie heute sind genau dafür da. Auch liebe Menschen, die am Livestream zuhören und zusehen. Diese Tage, diese Konfirmation, die ist genau dafür da, sich auf das zu besinnen, was wichtig ist. Und was ist wichtig? Das seid ihr heute, liebe Jugendlichen. Ihr seid heute wichtig. Und ihr seid nicht nur der Frau Hufeisen und mir wichtig und allen euren Gästen, sondern Gott seid ihr wichtig. Ihr entwickelt gerade euren eigenen Style, nennen wir es mal so. Das ist nicht nur in Bezug auf Klamotten gedacht, sondern auch so für eure Persönlichkeit. Den eigenen Style entwickeln. Das könnte man sagen für die Pubertät oder die Zeit des Heranwachsens. Und das ist für alle Beteiligten nicht immer nur so einfach. Da knistert es mal ein bisschen zu Hause. Das ist so. Den eigenen Style zu finden, das ist aber nicht nur auf die äußerlichen Dinge bezogen, sondern auch auf euren Charakter und auf eure Persönlichkeit. Und es wird so sein, dass man auch immer mal aneckt. Und nicht jedem gefällt das, wie man ist. Das ist so. Das muss auch nicht sein, dass wir jedem gefallen. Wir werden nicht jedem gefallen, äußerlich nicht und auch innerlich nicht. Aber einer drückt ganz doll auf gefällt mir, unser Gott. Und er sagt, schau, was in dir steckt. Schau, was aus deinem Leben werden kann und was schon geworden ist. Heute ist der Tag, um sich darauf zu fixieren. Max Giesinger singt, hab 120 Fragen. Ja, wenn es doch nur 120 wären. Ich habe den Eindruck, wir haben noch viel mehr Fragen. Es sind 120.000 Fragen, die uns so in den Kopf herumgehen. Mit der ganzen Pandemie, diese ganzen Fragen nach Corona, nach diesen ganzen Varianten, die kommen, Delta-Variante, geht das dann noch bis Omega-Variante, also bis zum Ende des griechischen Alphabets? Wir haben so unsere Fragen und wir sagen, was hilft, was brauchen wir, wie ist es mit dem Impfen? Ich bin geimpft und ich finde es gut. Wir haben viele Fragen. Und ich frage mich, wenn wir die Frage nach Gott stellen, haben wir dann mehr Antworten oder noch mehr Fragen? Kommt dann zu den 120.000 Fragen noch eine Frage dazu, nämlich die Frage nach Gott? Bringt uns Gott mehr Probleme oder mehr Lösungen? So einfach ist das nämlich nicht. Nehmen wir schon mal die Frage einfach, warum lässt Gott das zu? Und da können wir dann alles hineinlegen, was uns gerade im Kopf ist. Warum lässt Gott das zu? Die, die nicht glauben, die haben die Frage nicht. Die sagen, ist Schicksal. Ist das besser? Für mich sind die Fragen nach Gott und Glauben nicht zwei Seiten, die nicht zusammengehören, höchstens zwei Pole. Glauben und Zweifeln, Glauben und Fragen haben, das gehört nämlich zusammen. Die Leute sagen immer wieder, ja, ich habe meine Zweifel. Und deswegen glauben sie nicht, doch Zweifeln gehört zum Glauben dazu. Also ich habe 120.000 Fragen und mit Gott möglicherweise noch eine mehr. Aber ich habe ein Gegenüber. Ich stelle diese Fragen. Ich stelle diese Fragen Gott.
Und ich bringe ihm das alles, was gerade mich belastet, in der Familie, an Sorgen. Ich bringe ihm das und sage, du bist mein Gegenüber. Ich habe im Glauben keine Lösung, aber ich habe ein Gegenüber und deswegen lasse ich mir den Glauben nicht nehmen. Ich fange endlich an zu glauben. So singt er. Was heißt endlich? Ihr seid schon ein paar Jahre unterwegs mit eurem Glauben. Da ist der Kinderglaube aus dem Kindergarten, aus der Zeit in der Grundschule. Und dann wird der Glaube älter in der Konfirmandenzeit. Und dann kommen Fragen. Und das ist gut. Und manche davon haben wir besprochen. In manchem digitalen Unterricht. Wie krass das war. Das hatte ich vorher auch noch nie. Ich hatte sonst 20, 21 Jahre Konfirmandenunterricht und habe das immer aus der Schublade geholt. Naja, ist schon immer mal ein bisschen verändert, aber plötzlich war alles neu. Da fange ich an mit Padlets und Tablets. Und? Hat es immer funktioniert? Nee, dann sagte der eine, ich kann das Padlet nicht öffnen. Der andere sagt, ich kann nicht reinschreiben. Der andere konnte es. Der eine sagte, auf meinem Tablet sehe ich sie nicht. An meinem Computer funktioniert. Meine Kamera geht nicht. Das war ständig unser Hin und Her. Wie irre und verrückt das war. Und irgendwie war es auch besonders. Und ich glaube, da werdet ihr euch noch dran erinnern in zukünftiger Zeit. Irgendwann ist jetzt. Heute sagt euch Gottes Stimme. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Gott sagt heute mit seiner Stimme zu euch, Gott hat viel in euch hineingelegt. Da ist ganz viel in euch drin, was Gott in euch hineingelegt hat. Ich vertraue dir, sagt Gott. Und ihr antwortet, und ich vertraue dir. Wenn ihr nachher das Abendmahl bekommt, dann ist das genau dieses Wechselseitige. Gott sagt zu dir, ich habe dich je und je geliebt, schon mein ganzes Seitexistieren der Welt. Und ihr sagt, Gott, ich vertraue dir, dass du da bist. Fang an, Gott Fragen zu stellen. Und ich glaube, in unserer Gemeinde, in unserem Kirchensein geht es genau darum, dass wir im Kontakt bleiben miteinander. Und das ist gut, dass die Kontaktbeschränkungen mit der Zeit aufgehoben werden. In Kontakt bleiben miteinander. Im Dialog mit Menschen. Ich glaube, das ist nämlich Kirche, dass wir im Dialog miteinander sind. Mit Hauptamtlichen, mit Ehrenamtlichen, mit jungen Menschen, mit alten Menschen. Es gibt auch in der evangelischen Kirche genügend Kirchenaustritte. Das schmerzt. Wir machen sicher nicht alles richtig. Ich auch absolut nicht. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, das alles gäbe es nicht mehr. Wir könnten hier nicht mehr zusammen Konfirmation feiern, nicht mehr zusammen Gemeinschaft haben, nicht mehr diese besonders großen Feste. Wenn alle die Kirche verlassen, gibt es das nicht mehr. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Kirche im Dialog, das ist mir wichtig. Mit euch, lieben Jugendlichen, und mit Ihnen, liebe Erwachsene. Was war das für eine Zeit, diese Konfi-Zeit? Ihr wart viel zu Hause. Max Giesinger singt, wann will ich meine Eltern öfter sehen? Hallo, das habt ihr genug jetzt gehabt und eure Eltern hat es auch gereicht. Definitiv, das hat gereicht. Und jetzt ist wieder eine Zeit, wo ihr rausgeht. Das ist gut und das gehört in eure Jugend hinein. Ihr müsst wieder rausgehen und eure Eltern halten euch ein Stück fest, versuchen dieses Vertrauen zu behalten mit euch. Und lassen euch ein Stück los. Das ist auch nicht einfach für die Eltern. Die spulen gerade alles zurück, was in eurem Leben schon passiert ist. Von der Geburt, über die Einschulung, über all das, was war. Jetzt geht's wieder mehr raus. Und eure Eltern, die denken an so einem Tag an ihre Eltern. Und manche sind heute hier von den Großeltern. Manche hören und sehen uns zu über den Stream. Und manche sind gar nicht mehr da. Und wissen Sie was und wisst ihr was? An sowas merkt man, wie wichtig diese Tage sind, diese Feiertage, diese Konfirmationen, diese kirchlichen Feste. Konzentrieren Sie sich heute genau auf dieses Fest, das ist nämlich ganz wichtig. Ich komme zum Schluss. Giesinger singt, irgendwann werde ich lernen zu vertrauen.
lernen zu vertrauen. Das heißt, das habe ich nicht. Ich habe das nicht im Sack und immer fest. Ich kann immer gleich fest vertrauen. Nein, das habe ich nicht. Ich lerne das immer wieder neu. Das gilt für euch, liebe Jugendliche, und das gilt für uns Erwachsene genauso. Ich bin lebenslang auch im Glauben, im Gottvertrauen ein Lernender. Und das wäre doch schön, wenn wir in dieser Lerngemeinschaft miteinander bleiben können. Ich finde es klasse, dass unsere beiden Jugendreferentinnen mit euch im September noch die Konfi-Freizeit, die ihr nicht haben könnt, zumindest ein bisschen nachholen könnt. Ihr werdet zusammen nochmal nach Volkersberg fahren, da klettern, tolle Zeit verbringen, wahrscheinlich nachts viel schlafen und morgens lächeln. Nach dem vielen Digitalen ist es auch schön, sich wieder zu sehen, aber wir lernen auch im Digitalen ein bisschen. Es ist nicht absolut schlecht, dass wir keine knapp 2 Stunden Konfirmationen feiern. Wir lernen da. Und wir lernen auch, dass da eine Kamera ist, zukünftig immer. Und denen sage ich Hallo im Gottesdienst. Und vielleicht irgendwann, ihr Konfis, sitzt mit euren Jogginghosen auf dem Sofa und sagt, oh, ich gucke heute mal rein, wie die neuen Konfis das sind, was der Pfarrer so erzählt. Dann klickt man zwischendurch mal anders drauf. Ja, warum doch nicht, ist besser, als gar nichts mitzukriegen. Wenn ihr heute Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Das möchte ich euch gerne mit auf den Weg geben. Euch Konfis und Ihnen, liebe Erwachsenen. Amen. Ich bitte die Konfirmandinnen und Konfirmanden aufzustehen. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, eure Konfizeit war besonders. Heute ist euer Tag. Irgendwann ist jetzt. Es hat uns die Frage nach Gott bewegt. Glauben die Menschen heute noch an Gott? Glaube ich an Gott? Diese Frage ist mit der Konfirmation nicht erledigt. Auf dem Weg des Glaubens machen wir ganz unterschiedliche Erfahrungen, die uns herausfordern, verändern, enttäuschen und ermutigen. Heute frage ich euch, wollt ihr mit uns auf dem Weg des Glaubens weitergehen und bleiben? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Dann lasst uns gemeinsam als Gemeinde unseren Glauben bekennen. Dazu bitte ich Sie alle aufzustehen. Sie finden den Text abgedruckt auf Ihrem Liedblatt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir beten. Herr, unser Gott, wir bitten dich für diese jungen Menschen, die du uns anvertraut hast. Begleite sie auf dem Weg zum eigenen Denken und Entscheiden. Sei ihnen nahe, rede mit ihnen, gib deinen Geist, dass sie werden, wie du uns haben willst. Freie Menschen, ehrlich, dem Nächsten zugewandt, offen für die Zukunft und voll Vertrauen auf dich. In der Stille bitten wir für die Jugendlichen und für die Menschen, die uns am Herzen liegen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mirja Flache, dein Konfirmationsvers steht im 5. Buch Mose im 31. Kapitel. Der Herr selbst wird vor dir herziehen. Er wird dir helfen und dich niemals im Stich lassen. Hab keine Angst und lass dich von keinem Gegner einschüchtern. Lisa Großmann, dein Konfirmationsvers steht im Psalm 121. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe euch seine Gnade, Schutz und Schirm vor allem Argen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, auf das ihr bewahrt werdet zum ewigen Leben. Geht hin in Frieden. Amen. Alles Gute. Lukas Rutkowski, dein Konfirmationsvers steht im Psalm 139. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Justin Schulz, dein Konfirmationsvers steht im Matthäus-Evangelium. Siehe, ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Damian Hammer, dein Konfirmationsspruch steht im 1. Johannes. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Gott sei eure Kraft, Jesus, euer Bruder und der Heilige Geist, eure Trüste. Es segne und behüte euch.
Katie Litau, dein Konfirmationsvers steht im Psalm 139. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Isabella Großmann, dein Konfirmationsvers steht im Römerbrief im 12. Kapitel. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Miriam Pohl, dein Konfirmationsvers steht im Psalm 121. Der Herr wird dich behüten vor allem Übel. Er bewahrt dein Leben. Seid mutig und entschlossen. Fürchtet euch nicht. Ihr gehört zu Gott, zu seinem Sohn Jesus Christus. Verliert nie den Mut, denn Gott ist bei euch, wo auch immer ihr hingeht. Geht hin in Frieden. Amen. Alles Gute. Linus Seidelhuber, dein Konfirmationsvers steht im ersten Buch Mose. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Silas Klein, dein Konfirmationsvers steht im Epheserbrief. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einander dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Leo Dietl, dein Konfirmationsvers steht im Matthäusevangelium. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gott sei eure Kraft, Jesus euer Bruder und der Heilige Geist euer Tröster. Es segne und begüte euch, der vereinigte Gott. Raum zum Träumen, einen Traum für morgen und den Mut, ihn heute schon zu leben. Raum für Tränen, echten Trost im Leiden und den Mut, dem anderen zu vergeben. Das wünsch ich dir, das wünsch ich dir von Herzen. Niemals gehst du ganz allein. Das wünsch ich dir, das wünsch ich dir.
zum Danken einen Freund fürs Leben, eine Arbeit, täglich Brot zu essen, Zeit zu schweigen und auf Gott zu hören, einen Ort, den Alltag zu vergessen. Das wünsch ich dir, das wünsch ich dir von Herzen, Gott verhüte deine Schritte. Niemals gehst du ganz allein. Das wünsch ich dir, das wünsch ich dir von Herzen. Gott begleite deine Reise, er wird immer bei dir sein. Wir haben uns im Vorhinein vieles gefragt bei der Konfirmation. Auch wie machen wir es mit dem Abendmahl? Wir haben uns im Kirchenvorstand so entschlossen, heute nur die Konfirmierten zum Abendmahl einzuladen. Die Pandemie zwingt uns zu diesem Schritt, um das hygienisch einwandfrei zu tun. Aber wir glauben als evangelische Christen, dass wie uns Gott in seinem Wort nahe kommt, gleich ist wie im Abendmahl. Da gibt es für uns theologisch keinen Unterschied. Falten die Hände und beten. Gott, das wünschen wir uns. Räume zum Träumen, Mut für morgen. Gott, Grund zum Danken haben wir auch für diese besondere Begegnung mit dir im Abendmahl. Niemals gehen wir allein. Das Versprechen nehmen wir in uns auf durch Brot und Wein. Jesus Christus für uns. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Und desselbigen Gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihn denen und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünde, solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und nun, ihr lieben Konfirmierten, kommt zum Abendmahl, es ist alles bereit. Für dich gegeben.
Jesus Christus spricht, die Freude aber am Herrn, das ist eure Kraft. Geht hin in Gottes Frieden. Amen. Und jetzt bekommt er noch das Kreuz von der Frau Hufeisen. Lasst uns gemeinsame Fürbitte halten und ich bitte Sie nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Guter Gott, danke, dass du Ja zu den Jugendlichen sagst, schon in der Taufe und jeden Tag neu. Wir haben deine Stimme heute gehört und wollen uns deinem Ja nicht verschließen. Guter Gott, dich bitten wir für unsere Konfirmierten und für uns, dass du sie ansteckst mit deiner Liebe. Gott, wir bitten dich, lass sie und uns in vielerlei Fragen nicht aufhören zu glauben und dir zu vertrauen. Nicht irgendwann, sondern jetzt und immer. Gott, heute ist der Tag, den wir herbeisehnten. Unsere Konfirmation. Vieles ist anders, und doch ist es ein besonderer Tag, ein Festtag. So einiges geht uns durch den Kopf. Die Zeit mit den anderen, das Miteinander. Wir werden bald erwachsen, lösen uns mehr und mehr von zu Hause. Lass die Verbindung bleiben zu den Eltern,
zu den Mitkonfis und zu dir. Gott, wir bitten dich für uns als Eltern dieser Jugendlichen. Stecke uns an mit dem Vertrauen in deine Wege. Lass uns darauf bauen, dass wir unsere Kinder immer weiter loslassen können, im Vertrauen darauf, dass du sie unsichtbar begleitest. Die Zeit mit den Kindern wird vielleicht weniger, aber sie wird wertvoller, je weniger es gibt. Fülle du jede Stunde mit deinem Licht. Gott, wir bitten dich für alle, die den heutigen Festtag unserer konfirmierten Jugendlichen begleiten. Lass sie heute fröhlich mitfeiern an diesem guten Tag und begleite Susi dann weiter auf ihrem weiteren Weg und zu ihrem Zuhause. Gott, wenn wir heute deine Stimme gehört haben, wollen wir uns deinem Reden nicht verschließen. Mal bist du uns ganz nah, mal meinen wir, dich gar nicht erst zu bemerken. Manchmal, wach und klar, sehen wir dich in unserem Leben, und dann scheinst du fern und alles grau. Stärke die, die heute nicht dabei sein können, tröste die Traurigen, bau die Kranken auf, lass uns dir dienen, indem wir uns um Schwache bemühen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Amen. Sie dürfen gerne wieder Platz nehmen. Ich danke Ihnen jetzt schon für die Kollekte, die Sie einlegen. Sie soll rechts im Körbchen bestimmt sein für die Ausbildungshilfe für Afrika, für Jugendliche in Afrika und in Asien. Wenn Sie etwas zusätzlich geben wollen für unsere Kinder- und Jugendarbeit, dann können Sie das links in dem Plexiglas-Kasten tun oder auch über PayPal eine Spende über den QR-Code loswerden. Das ist modern, der Vorteil ist aber, Sie kriegen eine Spendenbescheinigung. Es ist wichtig, dass unsere Jugend, Kinder- und Jugendarbeit hier weitergeht. Das sieht man auch daran, dass die beiden Jugendreferentinnen demnächst nochmal mit den Konfis wegfahren. Eine Woche später fahren wir dann schon mit den neuen Konfis. Wir brauchen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und danken, wenn Sie uns da unterstützen, denn die Kirche gibt uns bislang nichts dafür, sondern wir finanzieren die Stellen allein über Spenden. Vielen Dank. Das Liedblatt, das kann Ihnen Erinnerung sein. Sie dürfen es gerne mitnehmen oder, wenn Sie es nicht mehr brauchen, einfach an den Ausgang legen. Dann müssen wir hier in unserem Team das nicht nachher alles wieder einsammeln. Ich danke herzlich allen, die an dem Gottesdienst beteiligt sind, die Musikerinnen und Musiker, die Menschen, die für die Technik zuständig sind, alle, die sich im Kirchenvorstand engagiert haben, die ganzen Hygienefragen mitgeklärt haben. Bleiben Sie behütet. Ich wünsche Ihnen einen ganz frohen Konfirmationstag, ein schönes Feiern miteinander. Und lassen Sie uns jetzt noch um Gottes Segen bitten. Dann werden wir es so machen, dass die Konfirmierten mit der Frau Hufeisen und mir aus der Kirche ausziehen, wie wir reingekommen sind, und dann nach draußen gehen. Und Sie können uns dann folgen. Zum Segen bitte ich Sie nach Möglichkeit aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.